Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Desert Online Remastered. Ja, wir stehen jetzt hier noch so ein bisschen untätig mitten in der Höhle rum und haben absolut keine Ahnung, was wir jetzt hier eigentlich sollen. Ich weiß nicht so genau, wie ich mein... Was heißt nicht so genau? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mein Pferd rufen kann. Das kommt auch noch dazu. Vorteilpaket. Kann ich auch nicht draufklicken und nichts. Oh, was war das? Okay. Ende? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe oder wo ich jetzt genau drauf geklickt habe. Ja, Posten, irgendwas, Voice Chat habe ich zum Glück alles aus. Renninfo. Jeweils auf Server 2 der verschiedenen... Achso, an Pferderennen teilnehmen, okay. Videoanleitung Black Desert. Ist nur im Internet und sehe ich jetzt gerade nur auf der anderen Seite. Okay, ja gut, da werde ich dann offline nochmal so ein bisschen schauen. Was das jetzt genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann unser Ziel dort drüben sehen. Presst die Taste für das automatische Laufen T. Ja, ich kann noch nicht mal sehen, welche Quest wir überhaupt gerade am Machen sind. Deswegen... Einzelquest, vorzeitliche Steinkammer. Unterhaltet euch mit E dann in der vorzeitlichen Steinkammer. Ah, okay. Autoweg. Press T. Okay, sie läuft jetzt automatisch dahin. Wenigstens wissen wir jetzt schon mal, wo wir hin müssen. Weil ich suche ja immer noch diese Dinge auf dem Boot. Oder auch nicht. Ja, vielen Dank fürs Autolaufen, was mir jetzt so gar nichts gebracht hat. Ist aber ein schönes Pferd hier. So, den Stufenausstieg machen wir mal weg. Irgendwo soll der Eden hier drin sein. Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass ich den jetzt hier ganz tief irgendwo finde. Mir wird auch komischerweise nichts ange... Doch, jetzt kriege ich ein Ausrufezeichen auf der Karte. Ruinenforscher, Forscher der Sprache. Eden! Altes Haus. Red mit mir. Achso, die R-Taste. Oh, immer ist es F und bei denen ist es R. So. Move towards the light, even in the darkness. Achso, ich kann mich nur noch verabschieden. Ja, und jetzt? Erfahrung erhöht nach und nach den Weg. Ja, aber ich soll doch nach hier gehen. Stand da doch gerade drin. Kann ich mit dem Runenforscher vielleicht sprechen? The past does not like the future. Follow the wise. Okay. Verstehe ich jetzt kein Wort von, aber ist in Ordnung. Vorzeitliche Verteidigungswaffen in Gang setzen. Mitgenommene Steinstatue ansehen. Die Figur der Statue trägt eine Priesterrobe. Okay, in der Vorzeit gab es keine Priester. Die Wächter der Steinkammer sind am schwersten beschädigt. Unglückliche Vorgänge der Vergangenheit lassen sich nicht rückgängig machen. Zeichen richtig deuten. Wohlbedachte Entscheidungen. Ja, ich immer. Heißt das, ich kann mit dem nochmal reden? Remember, my friend, I'm Aiden. Nee, anscheinend nicht. Also ich verstehe die Zeichen jetzt hier noch nicht so ganz, wo ich jetzt hin soll oder nicht hin soll und... If what's written here on the mural is true, then I must say that it's a great discovery. There were incidents even the ancients couldn't foresee. That's a surprise. Enlightened. Prophezeiungen und Erfahrungen des Vorzeitlichen. Ja. Auf ihn ist die Ausrede. Diese fünf Aufschriften beweisen fortgeschrittene. Ne? Auf der Außenseite befinden sich viel schlichtere Symbole.
Waffen mit unvorstellbarer Technologie. Okay. Aiden is worth the trust, don't you? Ja, das hat mir jetzt auch nicht so wirklich viel gebracht. Interagieren könnte ich mit ihm, aber der verabschiedet sich nur noch mal. So, was ist mit dir? Du sagst auch nichts Neues jetzt. Du sagst auch nichts Neues. Gut, diese Statue hier, glaube ich. Ups, soll ich ansehen? Von irgendwo kommt ein Geräusch her. Ja, von oben, oder nicht? Versucht Steuerung zu drücken. Nein. Lauf doch nicht weg. Ja. Anscheinend kann ich irgendwas hier mitmachen, aber irgendwie auch wieder nicht. Das seltsame Geräusch kommt von über dir, aber wenn du da nichts mitmachen kannst, dann ist das natürlich doof. Was ist hiermit? Wandmalerei einer Legende. Kann ich nicht dahinter? Hm. Da kann ich auch nichts mehr machen. Also der will mich jetzt immer wieder zur Hauptquest zurückschicken. Was mich jetzt gerade ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Ich soll wahrscheinlich hier diese Tür aufkriegen, denke ich mal. Aber ich kann hier auch irgendwie nichts machen. Außer mir eventuell die Statuen hier noch angucken. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Okay, nee, ich habe keine Ahnung. Also ich gehe erstmal wieder raus zu der Hauptquest. Das ist schon, ja, ein bisschen seltsam alles gemacht, muss ich sagen. Ja, das haben wir ja alles eben schon gehört. Können wir eigentlich sprinten? Nö, das ist kein Sprinten für die, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit der Hauptquest weiter. Sollen wir mit dir jetzt nochmal reden, oder was? Ja, das haben wir schon alles verstanden. Du kannst sie im Inneren der Höhle finden. Die Höhle befindet sich dort drüben. Das hast du mir doch eben schon alles gesagt. Bitte benehmt euch anständig, sobald wir drinnen sind. Unterhaltet euch mit Aiden. Das haben wir doch gerade eben alles gemacht. Was soll denn der Quatsch? Aber jetzt kriegen wir sogar Pfeile, obwohl die hat. Nee, die hatten wir eben nicht. Aua. Bleibt doch nicht hängen hier. So. Kabusch. Warum ist der Typ vor mir denn so viel langsamer gewesen? Ich meine, gut, ich bin jetzt ein paar Mal hängen geblieben. So. Ja. Must be destiny that brings you here. Ich tue unser Bestes. Ausgrabungen sind sehr gefährlich. Light, even in the darkness. Ja. Quest abgeschlossen. Wieso denn jetzt abgeschlossen? Hä, ich habe doch jetzt genau das gleiche gemacht wie eben auch. Wollt ihr etwas schon wieder verschwinden? Wir sind noch nicht fertig. Wage einen Blick in die Ruinen. Das vorzeitige Artefaktgefühl ist mir vertraut. Spuren von Edana. Okay. Was soll ich jetzt machen? Irgendwas mit dem Artefakt hier, oder? Kann ich das jetzt endlich benutzen? Scheint ähnlich zu sein wie die, die der Schwarzgeist abgibt. Okay. Sich den uralten Überresten nähern. Okay. Aiden,
Look at this. There's something wrong with the artifact. Is it because of this traveler here? You are infected, possessed with dark energy. Ich bin ja auch eine Schwarzmagierin. But it's not awakened yet. So, tell us anything you might know about the black energy. You must rid yourself of all those visions. Aiden, stop. It seems unstable. Mit dem reden? Hallo, darf ich mit dem reden? Gradually, experience will show you the way. Halluzinationen? Mir sind noch keine nackten Männer untergelaufen, leider. Rotnase, das Oberhaupt der Kobolde, riss eins an sich. Sind das diese Hauselfen, die ich draußen gesehen habe? Leider verfallen viele der Dunkelheit und verlieren ihren Verstand. Ja, das hört sich doch schon mal positiv an. I'm Aiden. Ja, das ist schön. Ich weiß, dass du Aiden bist. Für Hauptmann Klaas. Daher müsst ihr eure Abwehr stärken. Wenn ihr euch von der Steinkammer aus nach Norden begibt... habe ich einen Kompass? Gelangt ihr zum westlichen Wachlager. Dort findet ihr Hauptmann Klaas. Auf dem Weg vielleicht ein paar Grauwölfe und Baumgeister beseitigen. Sie sind die reinste Plage. Ja, aber die tauchen doch immer nach ein paar Sekunden wieder auf. Wenn ihr das tut, könnt ihr sicher auch Hauptmann Klaas begleiten. Ach so, also erstmal müssen wir die beiden töten, quasi. Baumgeister und Wölfe. Okay. Okay. Denke ich. Hoffe ich. Wir laufen jetzt erstmal raus. Irgendwie sind wir viel schneller, oder? Kann das sein? Wenn ich jetzt wieder auf Sprinten gehe. Was sie dann aber irgendwie so lange macht, bis sie dann nicht mehr sprinten kann. Pferd, warum stehst du hier mittendrin? Dann laufe ich nämlich nur noch gegen die Wand. Das wollte ich sagen, weil ich bin jetzt schon so schnell. So. Ja, toll. Hättet ihr mir auch vorher sagen können. Was soll dieser Quatsch mit der Kampfzone immer? Wie viel muss ich? Achso, zwei... Ja, ich habe doch schon Grauwölfe geschlagen. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Ups, wo bin ich? Achso, brauche ich gar nicht mehr. Ah, wo sind die Baumgeister? Ich
Baumgeister. Na komm. Na komm, einen noch. Ist er tot? Okay, wo muss ich jetzt hin? Nee. Waren doch einfach zu töten. Ja. Denkt die Rotnase ist ein süßer Name. Ich würde ihn gerne treffen. Okay. Geschenk des Schwarzgeistes Inventarplatz. Okay, Experte für Baumgeister. Hier habe ich eine Kleinigkeit für euch. Okay. Experte für Baumgeister. Denkt ihr, das reicht, um das Vertrauen von Hauptmann Klaas zu erreichen? Ja, will ich doch hoffen. Wollt ihr nicht auch Rotnase treffen? Warum sammelt ihr nicht mehr Informationen über die Baumgeister und erstattet ihm Bericht? Okay, also nochmal Baumgeister töten, ja? Okay. Na gut. So, drückt die R-Taste. Ach so, hätte ich schon nach dem ersten machen können, oder wie? So, jetzt soll ich hier rumlaufen. Es gibt noch ausgewachsene Baumgeister und unreife Baumgeister. Was bist du? Ein unreifer Baumgeist. So, ausgewachsene. Hallo, darf ich mich mal bewegen? Soll ich mich angreifen? Geht doch. Bist du ein ausgewachsener Baumgeist? Ausgewachsener Baumgeist. Okay. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ja, laufen wir mal automatisch hin.
So, ich wollte euch höchstpersönlich treffen. Das ist aber nicht Captain Rotnase, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so feststecken würden. Die Baumgeister sind hinter uns und die Kobolde vor uns. Wir sind von Kobolden und Baumgeistern umzingelt. Ich habe versucht, mich zu beeilen, aber es scheint, wir waren zu spät. Wagen ist komplett zerstört. Ich bin im westlichen Wachlager stationiert. Bitte bringt mir das Silber und die restlichen Habseligkeiten des Wagenführers zurück, okay? Wir sollten ihm helfen, die gestohlenen Vorräte zurückzusuchen. Das ist immer eine Sie, aber ist okay. Die Frage ist jetzt nur... kann man das hier irgendwie ausmachen? Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir hin? Holt das Silber des Wagenführers zurück? Ach, von den Koboldsoldaten, okay. Was sind jetzt die Koboldsoldaten? Die kleinen Fische hier. Achso, ich muss wieder zurück zu dem. Logisch eigentlich, weil da war ich ja gerade. So, vielen Dank, ihr habt uns alles gefunden. Der Wagen ist hin. Bla bla. Dank euch konnten wir eine Pause einlegen. Das hört sich aber nicht so an. Ich glaube nicht, dass wir uns bereits kennengelernt haben. Wie heißt ihr? Scheiß Unterwerfung der Kobolde. Ach nee, das ist die Quest. Ah, ihr wollt zu Hauptmann Klaas. Er sucht nach talentierten Söldnern. Wenn ihr wirklich für ihn arbeiten wollt, solltet ihr euch um diese Kobolde kümmern. Wenn ihr euch um die Kobolde kümmert, mache ich mich zum westlichen Wachlager auf und informiere den Hauptmann. Besiegt Kobolde und kehrt zu Hauptmann Klaas zurück, okay? Wie viele? 10 Stück. Darf ich mich jetzt hier mal drehen? Rechte Maustaste. Funktioniert aber nicht.
Okay. Oh, man hört ja hier gar nichts mehr. Hilfe. Und die ganzen Sachen, die ja eingeblendet werden, sind hier alle sowas von überflüssig. Anwesenheitsbelohnung. Aha, wieso kommt das jetzt rein? Ich wüsste auch gerne, wie ich auf mein Pferd umschalten sollte. Könnte, dürfte. Weil ich soll ja angeblich ein Pferd bekommen haben mit meiner Vision. Grand Chamberlain Jordan. He cannot be trusted. Wieso die Waffen? Mädel, bleib doch mal bei dem Typen stehen, wo du gerade standst. Grand Chamberlain. Trust me. He told me there is another imp leader. Tiny Nose told me. Where is he? A cave. The imp cave. Search party. On standby. So, northeast. You there, go with them. Yes, sir! Two imp leaders. This won't be easy. I'm Cliff, captain of the Western Guard camp. All the fellows follow my command. Good friends are worth more than my life. Recently, the imp captain, Red Nose, has been causing trouble. Okay. Grand Chamberlain Dorian. He cannot be trusted. Grand Chamberlain Jordan. Nee, Rotnase kennen wir nicht. Als der Stahlkobold-Offensive durchbrochen kam, okay. Anschließend gibt es euren Anführer Rotnase zu finden. Fainia hatte euch dafür vorgeschlagen. Ja, das habe ich ja schon mitbekommen. Ich sehe Entschlossenheit in euren Augen, aber ihr solltet euch für diese Aufgabe vorbereiten. Ihr solltet mit Miguel Arias, unserem Schmied, reden. Er hat Ausrüstung für die kommende Schlacht vorbereitet, okay? Okay, ja, und ich habe hier immer wieder gemeckert bekommen, dass ich hier was in meinem Inventar habe. Rechte Maustaste, um es zu verwenden. Das haben wir gemacht. Okay. Grand Chamberlain Talisman Miliz. Der ist besser als der, den wir jetzt haben. Grand Chamberlain Jordan. So, habe ich den jetzt eingetauscht? Ich glaube ja, oder? 225. Genau, den haben wir jetzt eingetauscht. Und was ist das hier? Talent des Söldners. Grand Chamberlain Jordan. Okay, ach so. Jetzt verstehe ich, das ist wie bei Teso hier so eine Schriftrolle. Okay, es ist nur ein bisschen blöd, dass das so tief ist, aber man kann es hochmachen, sehr schön. Totem Alchemiestein, okay. Ja, also ich würde schon gerne wissen, wie ich jetzt hier mein Pferd überhaupt nutzen kann, aber irgendwie scheine ich das hier nicht rauszubekommen. Auch diese ganzen Sachen, die ich eigentlich abholen kann von dem Special-Paket da, habe ich bisher leider auch noch nirgendwo gefunden. Ja, ich würde sagen, da gucke ich da mal. Ja, Junge, komme ich... Hallo? Komme ich hier irgendwie raus, damit der Typ mich nicht die ganze Zeit so nervt, indem der immer das Gleiche sagt? So, also, ja, ich habe hier leider noch nicht die Sachen gefunden, die ich eigentlich haben wollte. Das ist natürlich ein bisschen nervig und ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass das Spiel für mich sehr, sehr unübersichtlich stellenweise ist. Denn laufen die auch noch so schnell, das heißt, man rennt dann automatisch irgendwo gegen. Das ist auch so ein ja, ziemlicher Negativpunkt im Moment. Ein ganz großer Pluspunkt ist auf jeden Fall die Grafik. Also das perfekte Spiel wäre quasi Teso mit dieser Grafik, also mit dieser Echt-Optik oder wie auch immer ich das sagen soll. Weil das andere, das ist ja mehr so eine, Zeichentrick ist es nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also es sind ja keine echt aussehenden Menschen, sondern es sind ja etwas grafisch anders
hergestellte Völker. Ich sehe gerade, der Hund und die Katze sind in sich drin. Ach du Schande. Grafikfehler. Alles in allem kann ich jetzt aber schon mal sagen, nach ja etwas mehr als einer Stunde, glaube ich, wo ich jetzt mal so ein bisschen angezockt habe, dass ich das Spiel an sich jetzt gar nicht so schlecht finde. Also ich denke mal, ich werde ihm auf jeden Fall auch noch eine Chance geben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das Let's Playen würde oder ob ich das jetzt für mich vielleicht noch mal so ein bisschen spiele. Was sehr positiv ist, zumindest sieht es im Moment so aus, dass das Ganze ein ganz normales MMO ist, also sprich, dass das ganz normal PvE ist. Ich habe zum Glück jetzt noch keine Bereiche gehabt, wo man irgendwie PvP-mäßig angegriffen worden ist. Das finde ich sehr, sehr positiv. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil ganz ehrlich, wenn sich das jetzt irgendwie ändern würde... Ey, du Arschloch. Wenn sich das jetzt... Hallo? Gehst du mal zur Seite, du Vollpfosten? So, wenn sich das jetzt irgendwie ändern würde, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das Spiel dann gar nicht mehr spielen, weil ich kenne es ja auch gerade mit Red Dead 2 zum Beispiel, dass man dann einfach so aus dem Hinterhalt angegriffen wird, obwohl man eigentlich nur seine Quest zu Ende machen möchte und auch noch auf passiv gestellt ist und alles. Oder bei GTA beispielsweise, da kann man sich zwar einstellen, dass man nicht kämpfen möchte, aber die sind dann trotzdem immer so dämlich und greifen einen an. Es sind halt die kleinen Jungs, die sich dann wie die Helden fühlen, wenn sie dann jemand anderen abgeschossen haben. Und diejenigen, die abgeschossen haben, wurden, sind dann halt die Menschen, die der ganze Scheiß überhaupt nicht interessiert und die halt nur davon genervt sind. Sind wir ja mal ganz ehrlich, weil es ist nun mal so. Man möchte halt MMOs oder halt auch solche Sachen wie GTA oder so, das möchte man mit anderen zusammenspielen, aber nicht gegen andere spielen. Das ist halt einfach nur langweilig. Und halt sehr, sehr nervig mit der Zeit. Ja, wie gesagt, also ich denke, dass ich dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben werde. So richtig gepackt hat es mich jetzt noch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Grafik unheimlich geil. Was dann auch schon wahrscheinlich einer der Hauptgründe sein wird, weshalb ich es auf jeden Fall mal weiterspielen werde. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt so... Also suchten werde ich es nicht, das definitiv nicht. Ich habe auch noch einige andere Spiele, die ich definitiv vorher auch noch antesten möchte oder auch teilweise noch zu Ende spielen möchte. The Witcher 3 habe ich noch nicht zu Ende gespielt und ja, noch einige andere Sachen... My Time at Portia zum Beispiel würde ich auch gerne nochmal weiterspielen. Bin ich nur aktuell nicht ganz so in der Laune zu. Und die kompletten Teile von Life is Strange wollte ich ja auch noch zu Ende spielen. Also den ersten habe ich jetzt gerade zu Ende gespielt. Und den zweiten wollte ich dann danach noch zu Ende spielen, damit ich mal ein bisschen Platz auf die Festplatte bekomme. Und dann müssen wir mal sehen. Also... Ich werde vielleicht mal hin und wieder ein, zwei Episoden aufnehmen von diesem Spiel, aber es wird halt nicht so durchgehend hochgeladen, das nicht. Also ihr dürft euch auf jeden Fall darauf freuen, dass hin und wieder was kommt, aber ja, wer jetzt darauf wartet, dass es jeden Tag kommt oder was weiß ich, der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Es kommt halt immer mal wieder, wenn ich gerade Lust darauf habe und ja, mehr kann ich jetzt im Moment auch nicht dazu sagen. Es hat mich jetzt nicht so extrem gepackt. Da, ja, da ist Teso im Moment wirklich das einzige MMO, was mich so richtig gepackt hat von Anfang an. Wo ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt alles freispielen und dies, das und jenes. Und unten stand jetzt gerade irgendwas mit Pferd und kann im Stall gekauft werden. Vielleicht kann ich ja auch im Stall mein Pferd aktivieren. Das, da müsste ich mich mal drüber informieren. Das wäre natürlich geil. Ja, wie gesagt, also ihr dürft euch darauf freuen, wenn ihr dieses Spiel interessant findet, dass auf jeden Fall noch weitere Folgen kommen werden. Das angespielt ist jetzt vorerst erstmal zu Ende. Und ja, macht schon Spaß. Die Kritikpunkte kennt ihr. Es ist auch sehr, sehr unübersichtlich, finde ich. Und auf einmal springen die Quests hin und her. Das finde ich doch extremst nervig. Dass man dann nicht einfach unterwegs dann die zweite Quest annehmen kann und dann die erste Quest halt nebenbei erledigen kann oder was weiß ich was, wie es bei halt beim normalen MMO so ist. Das ist irgendwie schon so ein bisschen, ja, kompliziert hier. Aber naja, die Grafik ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Plus. Also es sieht schon richtig geil aus eigentlich.
Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so empfunden habt. Ihr habt es wahrscheinlich auch als ziemlich hektisch empfunden, so wie ich hier von einer Quest zur anderen gelaufen bin und ich wusste, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Und da musste man wieder hier oben was aktivieren und dann musste man automatisch laufen, weil man ja sonst nicht wusste, wohin man eigentlich muss. Und ja, das ist halt alles doch ein bisschen komisch gemacht irgendwie. Ich hoffe aber trotzdem, wir sehen uns im nächsten Let's Play bzw. in einer nächsten Folgen wieder. Bis dann. Ciao.